Hallo zusammen, hier ist mal wieder der Mellastrom X. Hallo, liebes Modellbau-Tagebuch. Schon lange keine Folge mehr gedreht. Deswegen denke ich mir, ich packe mal ein paar Sachen aus, die schon seit mehreren Wochen bei mir unten rumliegen. Und ich sollte endlich mal reinschauen, ob alles ist, das drin, was ich noch bestellt hatte und brauche. Meine gebraucht zu haben oder meine, dass ich es unbedingt haben muss. So. Weihnachten ist vorbei, schon ein bisschen länger und so weiter. Geschenke sind gekommen und naja, man denkt ja auch, man muss unbedingt Modelle nachbestellen. Bestellen. Und so weiter. Natürlich, Päckchen, da könnte ja was drin sein. So, jetzt könnt ihr mal raten, ich mache mal hier zwei Fäuste. Je nachdem, wie viele Finger jetzt bei drei aufgehen, so viele Modelle habe ich mir bestellt. Beziehungsweise habe ich mir bestellen lassen oder mir schenken lassen. Ihr könnt ja mal raten von 1 bis 10. Also in der Range liegt das Ganze. Fast gelogen oder so. Also, ich zähle mal runter. 3, 2, 1 und ja, genau. Keine. Ich habe es geschafft. Ich habe mir keine Modelle bestellt. Ich habe ja so genug jetzt hier am Start und ein paar Berge gibt es da schon noch und gar keinen Platz für so neues Zeug. Aber nicht desto trotz haben wir noch ein paar andere Sachen brauchen müssen, sagen wir mal so. Fangen wir mal mit einer kleinen Kiste an, die ich demnächst vielleicht, entweder ich stelle es vor oder ich benutze es bloß. Schon länger da liegt so ein kleines Paket. Machen wir mal auf. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, was ich mir dazugelegt habe über eine Online-Versteigerungsplattform. Das mal hier wegtun. Das ist, ich habe euch ja gesagt, ich mache den nächsten Nagelstudio auf. Es ist so eine Art kleine Rüttelplatte, womit man seine alten Farben wieder aufpeppen kann, indem man die dann anschnallt und vielleicht eine Stahlkugel reinmacht und die wird dann kräftig durchgerüttelt. Das werde ich mir dann mal angucken. Genug alte Farben habe ich ja. Das werde ich demnächst mal testen und schauen, ob ich mir hier das Richtige unter den Nagel gerissen habe. So ist denn da eine Klappe? Was ist denn da drin? Das mache ich mal kurz auf. Muss ich. Muss ja schon einen anderen Bit nehmen. Na gut, hast Glück gehabt. Bleibst mal noch für jetzt zu. Alles gut. Demnächst vielleicht auf meinem Kanal oder wenn ich den Ferrari finden würde für das Ferrari Group-Bild vom Modellbauhandwerker, das wäre eine tolle Sache. Vielleicht suche ich da heute noch eine Viertelstunde. Weil dann würde ich dann auch meine alten Farben für den Ferrari reaktivieren, die bei dem Set mit dabei waren. Ja, aber man ist immer auf der Suche nach irgendwas. So, jetzt kommt ein Paket, da hätte ich gedacht, ich wüsste, was drin ist. Aber nach meiner letzten Recherche ist es nicht das, was ich erwartet habe. Da ist was drin, was ich jetzt selber nicht weiß. Mal reingucken, vielleicht muss ich schneiden, weil es irgendwas ist, was ihr gar nicht sehen dürft. So. Was ist denn da drin? Oh, das wusste ich nicht mehr. Habe ich das bestellt? Crystal Rotary Slide. Ja. Crystal Rotary Slide. Yes. Da ist er. Made in China. Nicht dieser Turm. Einfach nur dieser Teller ist da drin. Ach, das ist so ein kleines Spaßobjekt. Projekt. Er hat auf einer Plattform nur einen Stern bekommen. Bei einer Beurteilung, das dachte ich mir, das gucke ich mir jetzt mal an. Das bestelle ich mir, ich habe noch keinen Drehteller. Der ist mit Fernbedienung und mit Licht. Naja, ich
meine, sowas brauche ich noch irgendwie, wenn ich doch mal was zusammengebaut habe, was Kleines. Auf dem Teller stehen, ein bisschen rotieren lassen, ein bisschen Funkelglitzer, 1, 2, 3. Ja, gut, ist doch das, was drin, was ich erwartet habe. Was haben wir noch? Vielleicht neues Info, ganz kurz. Angekommen ist auch am Samstag dieses Schrauberset. Und jeder weiß, an dem Schrauberset hängen dann hier noch ein paar Trabantfolgen dran. Ich kann jetzt also auch weitermachen. Ob ich dazu komme, müssen wir gucken. Die nächste Folge wird ja sehr schraubaufwendig. Da will ich dann auf jeden Fall mal Teile ausprobieren, was es dazu gab für die Abonnenten. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Lassen wir gleich mal liegen. Also mit dem Trabant kann es auch weitergehen. Und dann haben wir noch eine Fehlbestellung. Eine Fehlbestellung jetzt nicht vom Artikel her, sondern einfach woher. Ich habe da gedacht, ich klicke mal ein bisschen was durch, was mir fehlt und komplettiere mal ein bisschen meine Werkzeugsammlung. Und dann kam irgendwas später mit Lieferzeiten und so weiter und bin ich ein bisschen erschrocken. Muss mal gucken, so Finger drauf halten, so. Da ist ein Paket gekommen. Musste ein bisschen lang drauf warten, aber hier, schaut mal, aus dem fernen Osten, also wirklich also richtig weit weg. Jetzt muss ich gerade, kann ich gerade nicht lesen, weil ich die Kamera halte. Ikuryo Kashi Takeshita. Ja, das ist doch mal so richtig eine schöne, feine Sache. Aus Japan direkt was bekommen. Dauert ein bisschen, wenn man Zeit hat, ist es ja kein Problem. Vom Zoll befreit. Bla, da ist er. So eine grüne Marke drauf. Gucken wir mal schnell rein, was das ist. Es ist nichts Wildes. Nichts Schlimmes. Denke ich mal. Ihr werdet jetzt lachen. Ja, das ist so Weatherings-Zeug von Tamiya. Haben wir jetzt direkt aus Japan, aus dem Nippon bekommen. Jetzt müssen wir hier gucken kurz. Haben die das gut drauf? Ja. Kann man hier nochmal gucken. Die Rechnung kriegt einen besonderen Platz. Das ganze Zeug hier haben wir irgendwie bei Amazon einmal durchgeklickt. Ah, jetzt habe ich es doch gesagt. Wollte ich nicht. Was das ist, weiß ich nicht. Thank you so much for buying. Ja, ich kaufe gern bei euch. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Ja, Zeit hat hier keine Rolle gespielt. Einfach mal, ja, mal wieder ein bisschen was nach auffüllen. Man kann es vielleicht auch ein bisschen zur Faschingszeit jetzt nehmen, sich ins Gesicht schmieren. Vor allem diese Farbtöne dann, wenn es ein bisschen ins Gruselige gehen soll. Ja, naja, so passiert es halt, wenn man sich da irgendwie nachts im Internet bewegt. Damit habe ich eigentlich soweit schon alles durch. Jetzt kann ich die Verpackung ein bisschen zippen, komprimieren und einfach jetzt auch ein bisschen weiterbauen. Vielleicht gleich mit dem Trabant oder ich mache jetzt hier mit dem Opel weiter, weil ich die Schreckensfolge meine definitive naja, überstanden habe. Ja, muss mal gucken. Genug Folgen sind da. Ich hoffe, schaut mal wieder rein. Und ansonsten gucke ich mal, ich muss jetzt noch mal kurz eine Viertelstunde abtauchen. Ich muss doch irgendwo den Ferrari haben, verdammte Axt. Vielleicht bis später beim Plastikbau wieder. Ferrari, wo bist du noch geblieben? Okay, bis bald und bis gleich, euer Metalstormix, der Modellbahnhof. Tschüss, liebes Modellbahn-Tagebuch.